Dr. Gottfried Curio ist neben mir. Er ist innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Erstmal einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind beim Kreisverband in Starnberg. In wenigen Tagen steht die Europawahl an. Und gerade jetzt, vor dieser wichtigen EU-Wahl, hört man in Österreich gerade von Fall Strache. Von ihm ist ein Video veröffentlicht worden, das von den Linken quasi aufgenommen wurde vor 2 Jahren. Herr Böhmermann hatte das Video jetzt auch veröffentlicht. Wie schätzen Sie jetzt die Chancen für die Österreicher ein, beziehungsweise wie gut werden jetzt die sogenannten Rechtspopulisten abschneiden? Also ich denke, man muss 2 Dinge trennen. Das eine ist, dass ungeachtet der höchst dubiosen Umstände der Aufnahme, wie sie erfolgt ist, geheimdienstliche Hintergründe, politische Absichten, ungeachtet dessen handelte es sich natürlich in den da deutlich gewordenen Einstellungen der Akteure Strache, Gudenus um zunächst mal nicht tragbares Verhalten. Das haben die auch selber so gesehen, deshalb unmittelbar ihren Rücktritt angeboten und durchgeführt. Das ist das eine. Das ist der Fehler von 2 Personen. Das hat nichts zu tun mit dem politischen Programm, das die FPÖ adressiert. Dennoch schließe ich nicht aus, dass einzelne Wähler in Österreich verunsichert sind durch die Berichterstattung. Ich denke aber, es ist ein momentaner Effekt. Vielleicht hat es in Österreich eine kleine Auswirkung auf die EU-Wahlen. Ich glaube nicht, dass es im September noch einen Effekt haben wird. Und ich glaube vor allem nicht, dass es außerhalb Österreichs einen Effekt hat auf die Parteien, die mit der FPÖ in die große europäische Fraktion hineingehen wollen, denn dieses Fehlverhalten einzelner Personen noch dazu in einem anderen Land ändert natürlich nichts an der Notwendigkeit der Aufgaben, die zu lösen sind, wie sie etwa im Parteiprogramm der AfD abgebildet sich finden. Das heißt jetzt, dass quasi die rechten Parteien so stark sind wie noch nie, also Ungarn, Italien, Deutschland, was rechnen Sie sich jetzt aus für die EU-Wahl, gerade für die sogenannten rechtspopulistischen Parteien? Ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen. Wir alle kennen die Umfragen. Nach dem, was ich zuletzt gesehen habe, liegt also unser deutscher Beitrag der AfD da zwischen 10% und 12%. Zunächst so vor 1,5 Wochen. Jetzt in den letzten Tagen habe ich auch höhere Umfragewerte gesehen. Ich würde mir wünschen, dass die sich realisieren. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die österreichischen Vorgänge eine Rolle spielen, eine gegebenenfalls abträgliche. Ja, vielleicht kann sogar, und das gelte dann auch für Österreich, die Ausleuchtung der politischen Hintergründe, der geheimdienstlichen Hintergründe sogar eher irgendwann einen gegenteiligen Effekt haben, einen paradoxen Effekt, dass die Leute sich sagen, Donnerwetter, da soll also eine Partei mit wichtigen Inhalten kompromittiert werden. Dadurch lasse ich mich nicht abhalten, diese Richtung zu unterstützen. Ausleuchtung zum Beispiel erlebt auch Tommy Robinson gerade, also der steht ja schon seit Jahren, Wochen und Monaten noch in der Kritik, ihm wurden seine Social Media Kanäle einfach alle down genommen, jetzt wurde er vor kurzem bei einem Wahlkampfauftritt von Pakistanern angegriffen, dort waren Familien anwesend, sie haben mit Steinen auf ihn geworfen, er kandidiert ja auch fürs EU-Parlament, sind es jetzt auch solche Bilder, an die muss man sich gewöhnen? Ich hoffe nicht. Und es darf auch nicht so sein. Wir als AfD in Deutschland erleben ja nun wirklich täglich, dass unsere Wahlkämpfer angegriffen werden, unsere Autos abgefackelt werden, unsere Veranstaltungsorte bedroht werden. Manch einer wird davon gehört haben, dass die in Aussicht genommene Wahlparty das Abschlusstreffen am Sonntagabend der Bundespartei in Berlin aufgrund massivster Bedrohungen der Veranstalter, die also in Telefonterror und wir üben Verleumdung bis hin zu Morddrohung gegenüber den Veranstaltern, sich genötigt sahen, daraufhin diese Veranstaltung abzusagen. Das sind völlig unhinnehmbare, undemokratische Zustände. Ich glaube, je öfter das passiert und je öfter die Öffentlichkeit auch davon hört und das wahrnimmt, dass hier mit Methoden brutalster Gewalt, wie sie ganz schlimme Erinnerungen weckt, versucht wird, die Treffen der AfD zu schädigen, zu unterminieren, desto weniger wird diese Rechnung aufgehen, sondern die Bevölkerung wird sich sagen, wenn solche verbrecherischen Methoden und solche Akteure die Gegner dieser Partei sind, dann kann die Partei selber ja offenbar mitnichten eine schlimme Gruppierung sein, sondern hat offenbar sehr relevante Themen, die sie zu adressieren hat, wenn sie von solchen Leuten bekämpft wird.
Welchen Einfluss haben da auch die Medien? Also ich erinnere mich jetzt auch an die Show Anne Will oder an die nächsten Shows da von der ARD, wo alles gegen Herrn Meuthen ging, wo man gesagt hat, wir grenzen auch die Rechtspopulisten aus, man möchte denen keine Chance geben. Frau Nahles sagt ja, mit denen rede ich sowieso nicht. Also da ist ja auch schon so eine gewisse Ausgrenzung. Glauben Sie, dass die Medien da auch so eine gewisse Macht haben, dass auch die Medien da irgendwie sagen, hey, gibt es denn ja keinen Aufenthaltsraum? Nun ja, wir kennen alle diese Statistiken, dass innerhalb der vier großen Polit-Talkshows der beiden öffentlich-rechtlichen Hauptsender ARD und ZDF die AfD, nun es wäre zu wenig zu sagen, massivst unterrepräsentiert ist. Ja, man muss sagen, dass sie de facto praktisch nicht vorkommt. Wohingegen etwa die Fraktion der Grünen weit überproportional dort eingeladen wird. Auch das ist etwas, was, denke ich, im Laufe der Zeit den Zuschauern auffällt, dass die Presse massiv, also sowohl die gedruckte Presse als auch die Televisionsmedien massiv ein Ungleichgewicht herstellen, was in einer Demokratie natürlich nicht hinnehmbar ist, zumal bei zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die nun in besonderem Maße dem Neutralitätsauftrag bei ihrer Berichterstattung verpflichtet sein müssen. Ich denke, die können das eine Weile lang so machen, aber gerade bei Gelegenheiten jetzt wie so vor so einer Wahl fällt es doch sehr auf, wenn man dann plötzlich sieht, hoppla, da gibt es ja noch eine weitere Fraktion, die nie eingeladen wird. Jetzt vor der Wahl sehen wir sie kurz. Man sieht dann, wie die Stimme der AfD steht gegen das versammelte Konzert der Altparteien, die deshalb nicht ohne Grund von uns auch als Kartellparteien tituliert werden. Ich denke, all das kann noch eine Weile lang durchgezogen werden von den zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medien, aber es wird doch immer auffälliger und immer peinlicher. Man beneidet uns um unsere Erfolge in den sozialen Medien, man will die auch noch massiv schlecht reden, aber ich glaube, all das kommt beim Bürger nicht an und deshalb rechne ich mit einem großen Erfolg für Jörg Meuthen und sein Team und auch unsere europäischen Freunde am kommenden Sonntag. Ein Thema habe ich noch, das CDU-Video, das jetzt vor kurzem erschienen ist von Herrn Rezo, dem YouTuber. Er hat ja da die CDU, ich sag mal, komplett auseinandergenommen. Die CDU hat dann gesagt, wir möchten auch ein Video starten. Philipp Amthor hat es gemacht, jetzt wird es doch nicht veröffentlicht. Auch die AfD hat in dem Video ihr Fett wegbekommen. Man wurde als Nazi und als Klimaleugner beschimpft. Was sagen Sie zu diesem Video von einem YouTuber, der eher im linken Spektrum zu finden ist? Naja, wir haben Meinungsfreiheit. Jeder darf äußern, soweit es nicht also den Gesetzen widerspricht, darf seine Meinung kundtun, auch auf Videokanälen. Dazugegen ist nichts einzuwenden. Es ist allerdings schon recht auffällig, wenn jemand, der sich als YouTube-Influencer gebärdet und bislang ausschließlich mit weit weniger politischen Themen aufgefallen ist, sehr plötzlich, wie eine Woche vor der Wahl, sich in einem Einstundenformat zu interessieren beginnt für politische Detailinhalte. Ich denke, es ist nur allzu deutlich, dass hier eine Einflussfigur instrumentalisiert wird vom politischen Gegner, der die Kappe nicht heben will, der dahinter steht. In einer gewissen Weise ist es dasselbe wie mit dem Ibiza-Video in Österreich. Gewisse Kräfte versuchen, über Bande zu spielen, selber nicht in Erscheinung zu treten, aber konservative, patriotische Kräfte zu schädigen, sie zu verleumden. Dass das jetzt zur Abwechslung auch mal die CDU trifft und sie dann gleich nicht recht aus den Puschen kommt und sich dagegen wehren kann, das ist vielleicht mal eine Erfahrung, die für die CDU nicht uninteressant ist, um sich diesen Leuten gegenüber zu verhalten. Es zeigt aber, wo der politische Gegner im Lande steht. Und ich denke, die konservativen Kräfte im Land sollten sich dessen bewusst sein und versuchen, vielleicht auch schon im Herbst in den ostdeutschen Wahlen eine Wende zum Besseren für die Bevölkerung herbeizuführen. Es sieht auch so danach aus, dass der Osten gerade ein gutes Ergebnis für die AfD stellt. Genau. Es ist doch ein sehr hoffnungsvolles Zeichen, dass erstmals mehr als jeder Vierte in Sachsen die AfD wählen würde. Wir erinnern uns daran, dass sie in ihren Stimmenanteilen bei der Bundestagswahl sogar knapp vor der CDU in Sachsen lag. Ich wünsche das den Freunden in Sachsen, dass sie ihre große, starke
Stimme zum Tragen bringen können am 1. September, genauso wie den Freunden in Brandenburg. Und wir werden auch alles dafür tun, dass, wenn jetzt der EU-Wahlkampf sich dem Ende zuneigt, dass wir dann unsere Kräfte auf die Unterstützung der Freunde in Sachsen und Brandenburg und danach in Thüringen werfen. Ich denke, so wie diese drei östlichen Bundesländer im Herbst 2014 bei den ersten Landtagswahlen, wo die AfD einen Eintrag machte mit zweistelligen Prozenten, so wie sie damals also ein Zeichen gesetzt haben, ein Zeichen des Aufbruchs für ganz Deutschland, so werden diese Landesverbände diesmal mit Ergebnissen von 20% plus X, also mehr als verdoppelt habend, ein neues Zeichen setzen, dass tatsächlich die Vorstellungen der AfD in der Bevölkerung Fuß gefasst haben. Erinnern wir uns etwa an die Ergebnisse der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, wo 54% der Befragten geteilt haben die Kritik an der Zuwanderungspolitik von Merkel, geteilt haben unsere Kritik an der Regierungspolitik. Wenn ich das sehe, dann sage ich mir, die Mitte ist nicht verloren, wie diese Studie es bezeichnen wollte. Nein, sie ist erwacht und die AfD vertritt die Positionen der Mitte der Bevölkerung. Und das werden wir realisieren, auch bei den Landtagswahlen im Osten. Alles klar, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen.